Im aktuellen Entwickler-Livestream wurden nicht nur ein paar kleinere Inhalte für das nächste Update vorgestellt, sondern konnte man bei genauerer Betrachtung ebenfalls neue Features wie mehr Haarfarben entdecken, die die Entwickler noch nicht offiziell vorgestellt haben. Mehr dazu in diesem Video. Nachdem die Sim-Gurus im letzten Livestream hauptsächlich die verbesserten Frisuren vorstellen wollten, ist vielen Spielern beim genaueren Hinsehen etwas Besonderes aufgefallen. Direkt unter der Facecam lässt sich hier nämlich ein neues Merkmalfeld erkennen, über das wir aktuell noch wenige Infos haben. Ich denke aber nicht, dass die Entwickler ein viertes Merkmal für die Sims hinzugefügt haben, da dieses sonst eher bei den anderen Merkmalfeldern positioniert wäre. Wohl eher bekommen wir hier eine neue Möglichkeit, unsere Sims noch mehr zu personalisieren. Vielleicht erhalten wir eine neue Art von Bestreben? Wahrscheinlich werden wir aber erst in den nächsten Wochen wirklich sehen, was es hiermit auf sich hat. Weiter konnten wir im Stream neue Haarfarben bewundern, die vorher ebenfalls nicht im Spiel waren. Hier wurde bei einer Frisur diese neuen Auswahloptionen mit insgesamt 6 neuen Farben angezeigt. Besonders bei den Blond- und Brauntönen scheint es jetzt neue Varianten zu geben. Auch ein neuer Schwarzton ist hier enthalten. Aktuell ist noch völlig unklar, wann und mit wie vielen Farben dieses Update erscheinen wird. Ich finde es aber ein klasse Schritt, dass die Entwickler hier neue Optionen, von denen wir seit dem Basisspiel nicht wirklich viel zur Auswahl hatten, implementieren. Und zu guter Letzt wurde im Baumodus aus Versehen eine weitere Option verraten, die es vorher nicht im Spiel gab. Im Wohnzimmerbereich lässt sich ein kleiner Knopf mit Autosofas erkennen, welcher möglicherweise für neue modulare Sofas stehen könnte. Vielleicht kann man ja bald ähnlich wie bei den Theken einzelne Sofateile platzieren und diese zu einem beliebig großen Sofa mit End- und Eckstücken zusammensetzen. Was meint ihr? Offiziell angekündigt wurden aber auch 2 neue Frisuren für die Sims, die ihr hier sehen könnt. Natürlich wissen wir aktuell zu keinem von diesen Features, wann und ob diese irgendwann erscheinen werden. Der Fakt, dass sie aber im offiziellen Entwickler-Livestream gezeigt wurden, ist aber recht eindeutig. Übrigens könnt ihr aktuell bei Instant Gaming über den Link in der Beschreibung ein Pack nach Wahl gewinnen. Außerdem spreche ich mit Micha von simtimes.de in der 17. Folge von Sim gehört über die aktuellen Vorkommnisse bei den Sims. Die Folge zum Podcast findet ihr ebenfalls wie immer in der Beschreibung. Welches der Features klingt für euch am interessantesten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.